Was ab, Leute? Hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Was ein Abschnitt von Kingdom Hearts komplett ist. Mann, jetzt habe ich es andersrum gesagt. Im letzten Part haben wir Port Royal abgeschlossen, wo Luxord lediglich dafür gesorgt hat, dass wir ihm einen riesigen Herzlosen killen, damit er das Herz direkt vor Ort einsacken kann. Nun, er ist uns entwischt. In diesem Part werden wir wieder nach Agrobar gehen. Und mal gucken, was uns da erwarten wird. Los geht's! Wie ist der Verkäufer da reingekommen? Falls ihr euch gefragt habt, wie das aussieht, wenn Sora, Donald und Goofy eine Welt betreten. Wir haben sie ja immer nur irgendwo reinkommen sehen, aber so sieht das halt aus, sie werden so richtig reingebeamt. Außerdem, viele dieser Pokale erkenne ich aus der Wunderhöhle. Mann, warum hat Jafar dem geholfen? Jafar sieht nicht so aus wie jemand, der sich erkenntlich zeigen würde für irgendwas. Na egal. Was kaputt geht, das müsst ihr bezahlen. Oh! Hallo, meine Freunde! Sieh an, sieht ja beinahe aus wie eine... wie in einer Räuberhöhle. Ich muss doch bitten! Ich bin ein ehrlicher Trödler! Was ihr hier seht, ist nur der Lohn für meine harte Arbeit! Kann sich wirklich sehen lassen. Und steht alles zum Verkauf. Interessiert? Nein, danke. Sagt... habt ihr vielleicht einen Kerl in einer schwarzen Kutte gesehen? Jemanden von der Organisation 13? Wer? Ich? Ganz sicher nicht. Na gut, dann werden wir woanders fragen. Sora, don't let him get away! What's going on? Can't believe it! That stupid peddler let Jafar out of the lamp! Jafar?! Give me the magic lamp, Aladdin! And now, street rats, I bid you farewell! Crush those urchins! Einer von Malefiz Allianz. Außerdem, wo ist der Trödler hin verschwunden? Ich habe da keine Falltür und nichts gesehen. Und Aladdin stand am Tor. Und wir! Wo ist er hin? Ihr passt besser gut auf euch auf. Wieso? Ich bin mir sicher, dass Jafar Agrabah übernehmen will. Aber ich weiß auch, dass er Rache an uns nehmen will. Ich schätze, er wird noch mächtig böse sein wegen der ganzen Sache mit der Lampe. Jago war dabei, als Jafar freigekommen ist. Also los, Jago, raus mit der Sprache. Hey, ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Das ist deine erste und letzte Chance, Jago. Wenn ich später herausfinde, dass du gelogen oder etwas vor uns verborgen hast, dann war's das. Dann spreche ich nie wieder ein Wort mit dir. Ich halte das nicht aus. Ich weiß, wo Jafar ist. Wo? Ich meine, also ich sollte vielleicht doch nicht
Jago. Er ist in den Ruinen im Sand. Wir müssen ihm zuvorkommen. Du zeigst uns den Weg. Und wie immer gilt, ich nehme Goofy mit, weil ein bisschen Meisterform an Leveling angesagt ist. Außerdem hat Donald eine neue Ability, den Raketentanz. Ein neues Limit. Werden wir noch zeigen, bei Zeiten. Ist aber eher Endgame-Content, was die ganzen Limits von ihm angeht. Also kriegt er erstmal den Eisboost, was auch all seine AP verbraucht. Habe ich hier neue Items? Die Königsformel. Na klar, den Seelenwächter hier. Huch. So, gucken wir mal. Seelenwächter. Die Donnerrose hatten wir da auch. Alles nicht so toll in Magie. Lediglich Stärke begabt. Situationsboost mit Situationskommandos. Nee, ich bleib... Bleib ich bei der Sternentreue, ehrlich gesagt? Besitzt eine Angriffskraft und kontinuierliche Angriffs... Abschlussangriff plus. Ich glaube, da mache ich den. Und meine Magie wird dann ein bisschen leiden drunter. Machen wir es so. Halbiert erlittenen Schaden in kritischen Situationen. Na, warte, hier. Kombo-Abschlussangriff verursacht proportional zu der Anzahl der Schläge in der Luftkombo. Ich weiß nicht, ob das für die Heldenform so das Beste ist. Ich nehme da mal den Seelenwächter. Der ewige Kreis ist natürlich super, immer noch für die Formen des Meisters. Eigentlich sogar für die Waisenform, aber kann den nicht alles haben. Die Waisenform hat nur ein Schlüsselschwert. So, wir sehen hier das schon, die nächste abwesende Silhouette. Und soweit ich weiß, ist sie so ziemlich mit die schwerste. Also, meiner Meinung nach ist sie die schwerste. Ich werde sie bekämpfen, aber erwartet nicht, dass ich sie schaffe. Einstellung, hier Sora, ich brauche auf jeden Fall Feuer. Magnera weg und dafür Feuerer her. Wenigstens habe ich schon eine Rar-Version davon. Ansonsten, mein Drive ist maximal so. Probieren wir es. Ich kann nicht versprechen, dass wir es schaffen, aber ich brauche Feuer definitiv. Um ihn zu erledigen. Denn das hier ist den Schild, den erkennen wir, die Nummer 4, Wechseln. Der Kampf ist schlimm, weil wir kämpfen hier gegen drei Gegner, wenn es schlimm kommt. Einmal gegen Wechseln. Dann gegen das, was unter uns ist. Natürlich habe ich meine Magie genau jetzt reduziert. Und dann gegen das, was das unter mir produziert. Also. Er macht Eisattacken und versteckt sich hinter seinem Schild. Wow. Und er sammelt Daten. Das sehen wir oben links. Hat er die Daten gesammelt, dann schafft er einen Anti-Sora. Also einen Antiform-Sora. Er schafft er dann einfach mal. Ich muss regelmäßig in Bewegung bleiben, um aus den Daten rauszukommen. Und da sehen wir schon. Der erste Antiform Sora, den werden Donald und Goofy höchstwahrscheinlich schon selbst fertig machen. Aber hier liegt das Problem. Es ist heftig. Und ich kann Wechseln nicht weit genug von den Daten wegkriegen. So wie ich es gerne würde. Oh Mann. Und er sammelt schon die nächsten Daten. Und die Antiformen werden stärker und stärker. Okay. Nur irgendwie wegkommen. Donald ist schon tot. Ich muss das Ding einmal herlocken. Das klappt diesmal nicht. Aber die Daten sind dann automatisch unter mir, wenn er diese Attacke macht. Es ist gefährlich, sage ich euch. Okay, warte noch. Genau jetzt macht er das. Ich muss ihm mit Feuer schaden. Das zieht ihm einiges ab. Feuer ist seine Schwäche natürlich. Er ist Eiskämpfer. Ich dachte eigentlich, er würde kämpfen. Aber nein, er versteckt sich nur hinter seinem Schild, ohne zu kämpfen. Wie gesagt, ich kann nicht versprechen, dass ich ihn besiege. Und ich werde es nur auf einen Versuch ankommen lassen. Ansonsten sichern wir also heben ihn für später auf. Kann nichts machen. Er sammelt die nächste Antiform. Und da hat er sie, glaube ich, schon beschworen. Tatsache.
der Anti-Sora kann das, was unser Anti-Sora kann. Also, wenn ich mich in eine Form verwandle und die Anti-Form komme, er hat dieselbe Angriffspalette drauf. Und wir wissen, wie sehr einen das gefangen nehmen kann. So, kontinuierliche Angriff, Abschlussangriffe. Und es geht sofort weiter. Und wenn mein Leben irgendwann zur Neige geht, werde ich dafür sorgen, dass ich mit Hilfe der Waisenform weiterkämpfe. Es muss die Waisenform sein. Weil sie in der Magie doch ein bisschen besser ist als die Meisterform. Wow, das war's schon. Seht ihr, er ist heftig. Er ist heftig. Und ich hebe ihn noch für später auf. Im Moment ist er einfach zu viel für mich. Ich habe es nie geschafft, gut gegen ihn zu kämpfen. Es ist ähnlich wie mit Laxin. Bloß ist der Unterschied, dass er noch stark genug ist, als dass ich... Also zu stark ist, als dass ich ihn so einfach overpowern könnte. Es gäbe eine Sache, auf die ich warten könnte, mit der ich dann dafür sorgen könnte, dass ich ihn ganz leicht besiege. Aber auf die Sache muss ich noch warten. Die kommt sehr spät. Und wird auch dafür sorgen, dass er eines der letzten Organisationsmitglieder ist, das wir bekämpfen. Die Feuerschwabbelfangs machen nebenbei noch ganz schön viele Probleme, wie immer. Wie und je. So, zum Thema Formen leveln. Ich glaube, ich sollte die Meisterform leveln. Wenn ich jetzt nicht in die Antiform komme. So, für Dry-Form. Im Land der Drachen ist sie eigentlich am besten zu leveln, aber hey, das kann ich mir jetzt gerade nicht aussuchen. Ach ja, ich habe jetzt wieder meinen Magnet, weil ich eben gestorben bin. Das war nur ein bisschen Eiseinsatz, damit ich ihn vielleicht noch innerhalb des Formlimits hier erledigen kann und die Drive-Offs von ihm aufsammeln kann. Bei Level 3 dieser Form will ich doch noch endlich mal haben. Da ist er doch. Gut, damit haben wir also endlich den Doppelsprung freigeschaltet für Sora. Viel mehr werden wir nicht schaffen, wie es aussieht. Aber die Form wird dann auch das nächste Mal länger. Ich habe sie noch eingesammelt. Oder? Nein. Oder? Nein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war schon aus der Form raus. Egal. Wir werden es ja sowieso dann merken, wenn ich es eingesammelt habe oder nicht. Wir merken eines an den Feuerschwabbelfangs. Sie sind ein größeres Ärgernis geworden. Danke, Donald. Ich wollte schon sagen, greif endlich an. So. Wenigstens kriege ich meinen Drive schnell wieder. Gut, Jafar, Wüste. Und wir wissen, welche Form sich hier eignet. Das ist die Waisenform. Ganz recht. Aber ich habe einen anderen Ort, an dem ich sie level. Ein mit einer... Na gut, hier gibt es auch eine Hub-Area in der Nähe. Dennoch glaube ich nicht, dass das der beste Punkt ist, die Waisenform zu leveln. Aber wir sollten sie bald mal leveln. Na, wobei, im Moment benutze ich ja deren Ability nicht. Also ist alles okay. So. Wir warten noch auf das nächste Gebiet, bevor ich die Meisterform wieder einsetze. Agrabah kommt jetzt in diesem Besuch mit einigen Gimmicks nebenbei. Einige Gimmicks, die mir unliebsam sind, weil ich mir nie merken kann, wie man es macht. Aber dazu kommen wir dann... Das könnte sogar noch der nächste Part sein, weil ich jetzt einige Zeit mit Wechseln verschwendet habe. Wir werden es sehen. So, noch einmal anstoßen. Feuerschwammel von Kicha nutzen. Und ich würde sagen, dann auf zum Marktplatz und dann die Drive-Form schon mal einen Anschlag haben. Und los geht's! Ein bisschen mit der Verwandlung auch noch andere Sachen in die Luft jagen, ist ganz gut. Kontinuierliche Abschlussangriffe. Da hatten wir es wieder. So,
Wir halten uns ein bisschen länger in der Form, weil ich sie jetzt einmal aufgelevelt hatte. Aber eine schlimme Sache gibt es, nämlich, dass meine Magie in dieser Form immer noch nicht super ist. Wir haben den Doppelsprung nebenbei und er sollte eigentlich dafür reichen, dass ich diesen Sticker erwischen kann. Und tatsächlich. Genau so ist es. So und nicht anders. Okay, es reicht. Ich muss das Situationskommando von denen öfter nutzen. Dann kann ich hier nämlich auch einiges schneller töten und in der Form mehr Orbs einsammeln. Aber sie lassen alle keine Fallen. Also das war's schon. Ein bisschen schade. Ah, es klappt doch. Gut, ich will nämlich meine Magie ein bisschen umstellen. Das hätte ich eigentlich schon direkt nach dem Land der Drachen machen sollen. So wie es bei Wechseln war. Feuer ist nützlicher als Eis. So, und Drive wieder zurückgewinnen. Im Prinzip kämpfe ich jetzt nur noch für die Drive-Form, um die aufzuleveln. Natürlich auch für mich selbst, aber das ist im Prinzip so ein bisschen Nebensache. So, neue Abilities. Die Meisterform hat jetzt natürlich den Luftsprung, also den Doppelsprung, den wir als Sora jetzt auch freigeschaltet haben. Für 3 Ability-Punkte, ich habe jetzt nur 2 übrig, also gucken wir mal. Magie Autovisieren brauche ich nicht. Situationsbuch ist auch eher weniger. Die ganzen Autosachen auch nicht, also nehme ich den Sprint. So. Dann würde es sich langsam lohnen, auch die Waisenform wieder ein bisschen aufzuleveln. What a disaster! We're just gonna have to turn back! There's gotta be a way. Ah, come on, kid! That's an easy one! Ow, oh buddy, oh pal! This is what having a genie for a best friend is all about! I mean, how can you leave me on the sidelines at a time like this? Live large! Wallamel! Like the old razzmatazz. What do you say, kid? Hey, genie! Sora! Wanna see a little something I call sandstorm sweep? Uh-huh. Take it away, genie. Alakazam! You know, one lousy sandstorm is just too easy. How about giving me a challenge next time, Al? Das ist schon das zweite Mal, dass ihr im Verlaufe von Kingdom Hearts komplett einen Sandsturm weggezaubert habt. Erinnert euch damals an Days, wo er es mit Roxas gemacht hat. Da hinten ist übrigens die Wunderhöhle und da hinten ist jetzt diese Wüstenruine, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Und die kommt schon mit diesem Gimmick, was ich angesprochen habe. Seht selbst, seht und lernt. Das ist, ich freue mich nicht wirklich, aber es muss absolviert werden, ne? Now what do we do? Nice timing, Carpet. Teppichflugsteuerung, aber das ist nicht das Schlimme. Diese Jafar-Sache ist auch nicht das Schlimme. Also, mit der L2 kann ich Kommandos wählen. Gedrückt halten, um mit dem rechten Stick Kommandos zu wählen. Mit dem rechten? Na gut. L2 gedrückt halten, um mit dem rechten Stick die Kamera zu bewegen. Mhm. Mit dem linken Stick bewege ich mich. X, um den Gegner aus einer Entfernung anzugreifen.
Also Jafar, da musst du dir schon Besseres einfallen lassen. Hier ist der herzlosen Bezwinger schlechthin. Sora. Ach so, mein... Ah. Damit ich die Kommandos hier switchen kann und Items und so einsetzen kann. Ah, das meinten sie damit. Ja, ansonsten ist nämlich noch alles gleich, wollte ich auch sagen. Ich meine, ich glaube, selbst das Auf- und Absteigen ist nicht sonderlich, das mache ich ja alles mit dem rechten Stick hier. Ist anders als in Atlantica, so hätten sie das in Atlantica überhaupt machen können. Stattdessen hatten sie da dieses X-3-Kreisgemäsche. Also definitiv ein Upgrade zu den Flugsteuerungen bzw. Schwimmsteuerungen aus Kingdom Hearts 1. Das ist auch nicht das Problem hier drin. Das Problem kommt noch. So, erstmal dem Jafar-Doppelgänger hinterher. Okay. Dann eben dort lang. Bin ein bisschen über Ziel hinausgeschossen. Und ich schätze mal, ich werde mal mich bemühen, alle Sticker sofort einzusammeln. Na, hier was zu übersehen, kann ich mir als sehr ärgerlich vorstellen. Lisch. Na, 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 na. Ich kann ihn auch nur verfolgen. Bis hierhin. Ich kann ihn am Zaubersprüche wirken stoppen. Also hindern. Ansonsten kann ich aber nicht viel mit ihm machen, außer verfolgen. Er wird seine Route abklappern und wird im Grunde immer gleich aussehen. Er hat nicht mal Leben. Eigentlich zeigt er uns bloß die Gegend so ein bisschen, wie so eine Roomtour. Der Fast Roomtour. So, wenn wir länger in eine Richtung drücken, können wir übrigens so beschleunigen, wie wir es haben. So, weiter geht's. Hier haben wir jetzt ein paar Herzlose. Und ich will eine Sticker haben. Also gib ihn mir, danke. Dann lass mir die Herzlosen plätten. Mein Magnetkommando hilft mir da sehr gut. Gab's früher in Kingdom Hearts 2 nicht. Nur in Final Mix. Also könnte mir definitiv helfen. Vor allem in meinem ersten Let's Play hätte es mir sehr helfen können. Au, jetzt reicht's mal. Kann natürlich auch immer noch Magie wirken. Das ist ja nicht das Problem. Jafar ist nebenbei weg übrigens. Irgendwie. Da unten haben wir den Eingang zu diesem Turm. Den Wunderturm oder so. Keine Ahnung, wie man den nennen soll. Müssen wir auch mal gerade umgucken, ob es hier unten was gibt. Wäre fies, aber könnte ja sein. Nö, nichts. Also auf die Spitze, wo Jafar ist. Da ist er doch. Bis hierhin alles okay. Immer noch nichts zu meckern. Wer weiß, ob ich überhaupt was zu meckern habe. Ich muss selbst erstmal gucken, ob ich mich noch ansatzweise daran erinnere. Aber bis jetzt weiß ich, dieses Rätsel existiert. Und ich habe keine Ahnung, wie es angehen soll. Das sind die Sachen, die ich weiß. Aha, Teppich ist... Oh nein, der ist noch da. Au. In die Drive-Form kann ich aber nicht gehen, während ich hier bin. Das ist ein kleines Ärgernis. Au. Weg mit dir. Dich wird's auch erledigen. Da kannst du fliegen, so viel du willst. Ich krieg dich. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Untersuche das Monument. Ja, es zeigt uns jetzt die Position von diesen Rätseldingern an. Steht da irgendwas dazu? Nein. Das sind drei solcher Dinge. Die Positionen sind nicht das Problem. Das Problem ist, wie ich sie auslöse. Wobei, ich glaube, ich weiß es jetzt. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wie es war.
ich muss Magie einsetzen. So viel wusste ich noch. Und ich glaube, ich habe jetzt erstmal so richtig das erste Mal in meinem Leben das Rätsel so richtig verstanden, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also wir gucken gleich mal, ob ich recht habe. So. Die schweben jetzt, die ganzen Leier schweben jetzt so in der Umgebung. Und verwirren einen mit den ganzen Farben. Wenn wir näher rangehen. Feuer. Feuer geht im Kreis und Feuer muss man wirken. Was habe ich daran eigentlich nicht verstanden? Aber auch nur, wenn sie so feurig sind. Also nur, wenn sie rot sind. Jetzt. Und damit sind sie aktiviert. Das habe ich früher nie kapiert. Das gibt es noch mit Blitz und mit Eis, soweit ich weiß. So, wir gucken. Okay. Wir wollen noch ein paar Zubats kämpfen. Wilde Zubats erscheinen. Keine Chance habt ihr. Ich werde euch alle in der Luft zerreißen, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Dennoch, gleichwohl. Dann ist das nächste. Das müsste Blitz sein, glaube ich. Naja, früher habe ich das nie kapiert und bin fast ausgerastet, das allererste Mal, dass ich das gemacht habe. Was muss ich da machen? Hab's nie kapiert. So, jetzt ist es Blitz. Aber nur, wenn die gelb leuchten. Das habe ich damals auch nie kapiert. So. Jetzt fehlt nur noch das Eisding. Was ist da unten? Aber erstmal kämpfen wir. Bitte kommt alle ein bisschen tiefer. Ich will das Ding nicht aus den Augen verlieren. Okay, wenn sie alle unbedingt wegbleiben wollen. Bitte von mir aus. Ich habe da kein Problem mit. So, das war's. Das habe ich damals nie kapiert. Und das ist das Rätsel, vor dem ich mich immer fürchte, wenn ich das Spiel durchspiele. Dabei ist es so simpel eigentlich. Ich war immer zu dumm, das zu kapieren. Meine Güte. Das ist mir jetzt wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich mal so richtig drüber nachgedacht habe. Die Form und die Zeichen, die sie anzeigen. Ich habe es nie kapiert. Dabei ist das so ein Grundschülerrätsel eigentlich. Okay. Jetzt habe ich nur noch eine gewisse Zeit, um dahin zu kommen. Ich hätte das an der Brücke zuletzt machen sollen. Eigentlich. Aber die Zeit reicht eigentlich generell aus, um das so zu schaffen. Wir müssen dort in den Eingang fliegen und schon geschafft. Keine großen Probleme. Tja, damit gibt es an diesem Part gar nichts zu meckern. Damit ist alles Tufte. So, und hier sind wir jetzt. Noch eine Karte dieses Wunderturms, oder wie er heißt, holen. Ruinen. Na gut, wenn ihr es so einfach nennen wollt. Verlorene Seiten. Verlorene Seiten. Ich glaube, wir sollten auch bald alle haben. Nun ja, ich verabschiede mich dann. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen, ich speichere auch gleich mal ab, damit ich das nicht vergesse. Dragline ist over and out. Bis zum nächsten Part, wo es dann weitergeht. Wechseln haben wir in diesem Part nicht geschafft. Müssen wir in einem anderen Part machen. Tschüss.